Also wir haben das Rahmenleitbild in einer Projektgruppe entwickelt. Es war eine Gruppe, die war besetzt mit 5 Personen, die die Kita-Arbeit sehr, sehr gut aus unterschiedlichen Blickrichtungen inhaltlich kennen. Eine Fachberaterin der Caritas war beteiligt, eine Erzieherin, eine Gemeindereferentin, die einen Stellenanteil für die religionspädagogische Begleitung der Kitas hat. Und das Hauptanliegen könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Wir haben festgestellt, dass die Kitas, diese 68 katholischen Kitas, die wir im Bistum haben, dass die an ihren Orten eine sehr vielfältige, hochqualitative pädagogische Arbeit machen und eben auch eine ganz tolle religionspädagogische Arbeit. Wir hatten bislang in diesem Bistum aber kein Papier, das diese Arbeit zur Sprache bringt und auch nach außen hin ausdrücken kann und repräsentieren kann und auch nochmal in Sprache bringt, wie die katholischen Kitas ja mit diesem großen Themenfeld von Glauben und Religion heute, also in all der Vielfalt, die dieses Thema für die Kitas bietet, heute umgeht. Und da haben wir eben versucht, mit diesem Papier jetzt ja Antworten zu finden und auch durchaus Standpunkte zu formulieren. Die Grundlage für jedes religionspädagogische Handeln in den Kitas ist das christliche Menschenbild. Davon gehen wir als allererstes aus und daraus kann man ganz viel schon ziehen und schlussfolgern für den Umgang miteinander. Der zweite große Satz ist, und der ist auch biblisch fundiert, das Kind in der Mitte. Also all das, was pädagogisch und religionspädagogisch in den Kitas geschieht, passieren sozusagen im Blick auf das Kind. Also nicht darauf, wer könnte daraus einen guten Nutzen haben, sondern was nutzt es dem einem individuellen Kind in seiner besonderen Individualität, mit seiner Familie im Hintergrund, in all dem pädagogischen und religionspädagogischen Tun. Die Schnittmenge zwischen der Gottesdienstgemeinde und der Kita ist ja nur eine Schnittmenge und nicht sozusagen die ganze Wirklichkeit der Pfarrei und auch nicht der Kita. Und da gegenseitig ein Lernen hinzubekommen. Da, glaube ich, ist Luft nach oben. Dahinter steht was ganz Einfaches, nämlich dass das, wie in den Kitas Glaube und Religion gelebt wird, eben sehr vielfältig und im Grunde in jedem Moment stattfindet, wenn Kinder, Eltern, Familien, Erzieherinnen aufeinandertreffen. Also es beginnt mit einer bewussten und persönlichen Begrüßung am Morgen auf Augenhöhe mit dem Kind. Da drückt man schon ganz viel auch an Haltung aus. Das drückt sich aus in einer religionspädagogischen Gestaltung des Lebens in der Kita. Und es drückt sich eben auch darin aus, dass das, was den Glauben angeht, in Sprache gefasst werden kann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass zum Beispiel sensibel auch oft mit religiösen Kinderfragen umgegangen wird und vieles andere mehr. Erst für uns. Wir wollten uns selbst vergewissern, was tun wir da, was tun wir da pastoral, was tun wir da missionarisch. Es ist für die Erzieher da, die das heute machen und sagen, machen wir das in dem Rahmen, auch da eine Selbstvergewisserung. Es ist für die Eltern eine Wahrnehmung, das ist katholische Kita, ja. Es wird gerade schön gemacht. Wir haben wunderbare Kita-Fotos dazu gemacht. Und wird eine 32-seitige Broschüre werden, wirklich auch sieht wunderbar aus in den Entwürfen, die ich jetzt gesehen habe. Und es wird veröffentlicht von Erzbischof Hesse am 19. Dezember. Wir machen das Ganze natürlich bewusst an einem Ort, an dem auch eine Kita ist, nämlich hier in St. Bonifatius am Weiher in Hamburg. Und um 16 Uhr beginnen wir mit einer Wortgottesfeier und hinterher gibt es noch eine hoffentlich sehr fröhliche und angeregte Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und zur Begegnung. Es wird einen Download geben auf der Homepage des Bistums, weil wir auch einige Anfragen aus anderen Bistümern hatten und natürlich zu bestellen über Stabstelle Kita.